Wie auch berufstätige Mütter unsere Kur mit Leichtigkeit machen können, darüber spreche ich heute mit Patricia Köppel hier bei Unsere Kur TV. Hallo Julia. Hallo Patricia, ja schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Du hast ja wirklich einen fantastischen Erfahrungsbericht und du hast ja nicht nur viel Gewicht verloren, sondern fühlt sich auch wieder pudelwohl in deinem Körper, was natürlich wunderschön ist. Aber da erfahren wir gleich noch mehr zu. Vielleicht magst du zu Anfang ein paar Worte zu dir sagen? Ja, ich bin wohnhaft in Frauenfeld. Ich habe zwei Kinder und bin verheiratet und arbeite momentan als Gärtnerin. Oh, wow. Und ja, vielleicht zu Anfang die entscheidende Frage für viele. Wie viel hast du denn abgenommen in der Kur? Ich habe 17 Kilo abgenommen. Das ist echt ordentlich. Wow. Und es kommen auch noch Vorher-Nachher-Bilder, die eigentlich für sich sprechen. Und man sieht dich ja auch und das ist einfach schön. Du hast die Kur ja durch deine Mutter, Clara Winkler, kennengelernt. Sie ist ja auch eine begeisterte Kur-Teilnehmerin gewesen und es gibt auch einen ganz tollen Erfahrungsbericht hier auf unserem Kanal, da kann man auch gerne mal vorbeischauen. Ja, wie war das denn, als deine Mutter dann mit der Neuigkeit oder mit der neuen Entdeckung um die Ecke kam? Ja, es war schon so, dass ich am Anfang ein bisschen skeptisch war und dachte, ja, jetzt kommt sie wieder mit was. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich mitkomme zu dem Vortrag. Dann habe ich gesagt, ja gut, doch, nimm mich wunder, ich gerne. Und dann war ich dann schon sehr überzeugt, dass das mir auch gut tut und bei mir auch funktionieren wird, ja. Und hast dich gleich rangetraut an die Kur. Ja, ich habe noch mal darüber geschlafen. Das okay, schon. Ja. Klar. Und was war dann für dich, ja, einfach, dass deine Mutter auch da begeistert war und das war dann für dich der ausschlaggebende Punkt, denke ich. Ne? Ja, es ging eher sehr schnell, sehr viel besser und ja, genau. Das macht schon Mut, ja. Glaube ich. Ja, wie ging es dir denn vor der Kur? Also was waren denn so Themen von dir? Vielleicht auch Schmerzthemen, ich weiß nicht. Ja, also bei mir war es mehr die Beweglichkeit, die fehlte und die Atemkapazität, also da war schon die Angst da, dass das was Gröberes mit der Lunge nicht mehr geht, also dass das schon Richtung Asthma oder sowas geht. War so kurzatmig und schlafen konnte ich nicht gut, hatte ständig Sodbrennen, Kribbeln in den Händen, die sind mir dann immer sehr schnell eingeschlafen. Ja, und Zahnfleischbluten hatte ich auch immer wieder. Und, ja, ging mir nicht gut, auch moralisch nicht gut. Ja, und klar, mit Übergewicht ist ja auch irgendwie so, vielleicht auch psychisch dann noch ein Thema, ne? Irgendwann wird das dazu. Und ja, es legt gewaltig auf die Lebensqualität, finde ich. Du hast dann letztes Jahr im Dezember mit der Kur begonnen. Ja, genau. Und ja, wie war die Kur für dich? Wie war der Prozess für dich? Ja, es war wunderbar. Alle haben zwar gesagt, ja, was, du beginnst vor Weihnachten, spinnst du? Ja, das keine stimmt. Plätzchen und keine Süßigkeiten. Ja. Aber ich habe gesagt, ja, wenn nicht jetzt, wann dann, oder? Ja, klar. Ein Fest jagt ja auch dann das nächste, ja. Ja, genau. Ja, dann super, kommen die Ferien da. Und ja. Ja. Man hätte da 1000 Gründe, das nicht zu tun. Das stimmt. Aber du wolltest und du hast es dann angepackt und das ist echt große Klasse. Wie war es denn? Also, du hast ja dann die Aufladetage gemacht und bist dann in die Kur gestartet und ja, wie war dann der Prozess? War es leicht für dich oder auch so mit dem Essen? Und durch das, dass du die Aufladetage hast und vorher die Vorbereitung, kannst du dich sehr damit beschäftigen. Und für mich war es noch schön, durch das, dass man ein Rezeptbuch hat oder Vorschläge, dann war es auch leicht zu integrieren. Weil man hat dann Ideen, wie kann man es machen. Und ich habe mir dann noch unsere Kur-Kochbuch gekauft und habe dann auch für Weihnachten bei uns zu Hause nach Kur gekocht. Schön. Und es war auch gut integrierbar mit den
Fleischessern und der Rest der Familie, die dann die Kur nicht macht, dann kannst du die Kohlenhydrate machst du separat. Also das ging wunderbar, auch zu Weihnachten. Ja, ausnahmsweise habe ich dann die Plätzchen gekauft und nicht noch selbst gebacken. Das wäre dann vielleicht auch ein bisschen viel gewesen, ne? Genau. Ja. Und du bist ja auch Vegetarierin, ne? Ja. Und da war auch für dich so das Thema mit Eiweiß so ein bisschen. Ja, genau. Hast du das für dich gelöst? Ich konnte dann viel den Quark dazu und Hüttenkäse und ein bisschen Fisch habe ich dann wieder mal gegessen. Ja, so. Ja. Aber das ging dann mit der Zeit gut. Ja. Musste ich mich ein bisschen einarbeiten. Ja klar, ist ja auch ein ganz neues Konzept. Einfach eine Orientierung, es braucht ein bisschen Zeit, ja. Genau. Wie war es denn mit dem Hunger? Also war das für, ja? Ja, das hat mir am Anfang war es ein bisschen ein mulmiges Gefühl, weil ich dachte, wenn ich dann noch kochen muss und dann hungrig bin, das geht gar nicht. Mhm. Dann bin ich auch ziemlich kratzbürstig. Das kenne ich auch, ja. Und das war also wirklich nicht der Fall. Also ich hatte keinen Hunger. Ja. Schön, schön. Ja, das war sehr schön. Und du bist ja auch im Moment noch in der Kur, ne? Oder du hattest ja auch ein Stück Pause gemacht dann und bist jetzt nochmal neu, weil du ja wirklich ganz nah an deinem Wunschgewicht dran bist. Wie sieht es da aus? Ja, es ist noch das eine Kilo, das noch fehlt. Wow, also ein Kilo. Ich meine, das ist echt Hammer. Also schön. Genau. Vielleicht ist jetzt auch ein guter Zeitpunkt, dass ich mal den Bildschirm teile und auch mal dein Vorher-Nachher-Bild zeige, denn das ist wirklich fantastisch. So, ja, hier sieht man es wirklich sehr schön. Ja. Also, ich bin echt, du strahlst so neu und so, bist so wunderschön. Also, das ist echt so ein schönes Vorher-Nachher-Bild. Ja, das muss auch für dich schön sein. Ich meine, man sieht ja auch, wie toll sich deine Haut zurückgebildet hat. Was hat sich denn sonst noch bei dir getan? Du hattest ja vorhin so ein paar Themen aufgezählt, die dich einfach belastet haben. Was hat sich da noch bei dir getan? Ja, mit den Mikronährstoffen während der Kur habe ich schon begonnen, besser zu schlafen. Also das kam sehr schnell. Auch das Sodbrennen war dann weg. Und auch das Zahnfleischbluten, also es war wirklich, hat sich schnell was verbessert. Ja, ja. Und ich hatte am Arm so eine Fetteinlagerung, man sieht es noch ganz, ganz wenig hier. Mhm. Die Ärztin sagte mir, man müsste das rausschneiden, aber die Narbe sei dann weniger schön. Wenn es mich nicht stört, dann soll ich es lassen. Mhm. Und die ist sicher mehr als die Hälfte schon geschrumpft, also das war da wirklich richtig rausstehend und jetzt sieht man es praktisch nicht mehr. Ja, das stimmt. Das ist schon unglaublich beeindruckend. Und ich denke einfach, dadurch, dass du ja auch viel besser schläfst, ist auch einfach, man merkt es ja auch an, so die Lebensfreude und so sprühst so vor Energie. Ja, genau. Auch das sagen auch deine Kinder, ne? Dass du, du nervst sie fast schon damit. Ja, genau. Mit meinem Aktivismus, ach komm, wir machen noch das und wir gehen noch Velofahren. Und ja. Und ja. Wie ist es denn mit deiner, mit dieser Lungenkapazität geworden bei dir? Ja, das war, das hat mich am Anfang, also in den Sportferien, die sind ja Ende Januar, Anfang Februar, noch nicht so weit fortgeschritten in der Kur, habe ich schon gedacht, ja, jetzt probiere ich es aus. Wir sind dann in die Sportferien gefahren und ein Jahr zuvor konnte ich kaum da die Steilstraße raufgehen. Also da musste ich dreimal anhalten zum Atem holen und in diesen Sportferien konnte ich da raufgehen, ohne einmal anzuhalten. Hammer. Schön. Ja, das war wirklich sehr schön, weil ich bin sehr gerne in den Bergen. Ich liebe die Natur und das war schon am Anfang, ach nee, ich kann gar nicht mehr. Und der Atem, der einem fehlt, das macht einem Angst. Das ist ja, glaube ich. Ja.
bist ja auch jetzt noch nicht alt, also. Ja, so, ne? Ja, ich werde nächste Woche 40. Oh, wow. Ach, schön. Ja, aber ja. Da kann es einem noch richtig gut gehen und da kann man noch richtig die Berge hoch und runter rennen fast, ne? Genau. Ja, schön. Du hast auch ganz tolle Seiten angefertigt. Da werde ich jetzt mal rüber wechseln. Ja. Bauseiten nennst du die. Ja, genau. Finde ich total toll, spannend. Und das hast du auch richtig schön gemacht und diente dir ja auch sehr zur Motivation. Ja, genau. Vielleicht magst du dazu kurz was sagen. Ja, ich habe zu Beginn war so die Wow 1. Das war so, ich musste mir dann irgendwann während der Kur eine Motivation erarbeiten, wie ich mich das selbst motiviere, und habe mir ja immer aufgeschrieben, wie viel Gewicht, und dann siehst du nur auf der Waage immer, ach, ich habe immer noch nicht 60. Ach, ich habe immer noch nicht 60. Ja. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich muss mir aufschreiben, wie viele Kilo denn weg sind. Einfach so den Fokus ändern. Ja, das ist super. Ich glaube, das ist wichtig, ja. Genau. Vor allem auch, wenn man eben mehr abnehmen möchte, ne? Ja. Ja, und man hat ja ein Ziel und möchte das erreichen, und dann, ja, und dann sieht man mit einer Kurve, ah, es purzelt. Gewichte purzeln und sich nicht nur immer nur noch nicht 60, sondern jetzt sind schon so viele Kilos weg. Ja. Ja. Und dann halt auch, ja, was hat sich verbessert? Weil die einen Sachen, die gehen dann schleichend, wenn man es am Anfang oder zu Beginn aufschreibt. Und da gibt es ja von der Kur so wie sagt Übersicht, man so? Ja. Ja, genau, die Übersicht. Ja. Und dann, wenn man dann beginnt so nachzulesen, ah, ich war damals total müde und ah, ich habe nicht gut geschlafen und ah, beim Bewegen hatte ich dann Rückenschmerzen und ja, dann sich das alles verbessert, dann muss man sich's auch aufschreiben, die positiven Aspekte. Das ist gut, ja, das stimmt, ja. Ich meine, da fühlst du dich, also ich denke, wenn du jetzt auch diesen alten Rückblick oder liest, diese alte Übersicht vor der Kur, dann musst du dich ja vorkommen wie ein neuer Mensch. Also das war ich auch mal, oder? Ja, also, genau. Ja. Und weißt du, ich sage jetzt so schnell, also schnell geht, hatte ich schon das Gefühl, ja, es tut sich ja nichts. Ich bin ja immer noch ich. Und die Fotos sahen sehr surreal aus. Und dachte, hä, das kann nicht sein. Ja. Sehe ich jetzt heute so aus? Ja, das ist lustig, wie man das wahrnimmt, ne? Ja. 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 Und da musste ich mir eine andere... Ja, eine andere Art von Motivation erarbeiten. Aber wirklich, wirklich toll. Ja. Also ich finde, da können sich auch viele eine Scheibe abschneiden. Und das ist ja auch so wichtig, einfach den Fokus dann anders zu legen oder ja, sich auch auf die positiven Dinge ja zu fokussieren, damit das auch noch mehr wird, vielleicht auch, wenn man eben mit Gesundheitsthemen zu tun hat. Genau. Ja, genau. Mir war gerade eingefallen, du hattest ja auch erwähnt, mal im Vorgespräch, dass du eine so eine kleine Schokoladensucht auch hattest. Ja, genau. Ich denke, das war vor allem, weil ich so müde war. Und dann hat das so, ich sage jetzt nicht nur den Seelentröster, sondern auch die Energie geliefert. Ja. Dann ging dann schon eine Tafel Schokolade pro Tag locker drauf. Also das, ja. Mhm. Und dann bist du immer demotiviert. Nee, jetzt hast du dich wieder nicht im Griff gehabt. Das stimmt, ja. Und jetzt hast du eher Lust auf Früchte oder ja, was zu trinken, aber nicht so das Gefühl von, ach, ich brauche jetzt Schokolade. Das ist weg gewesen. Das schön. Wirklich wunderbar. Die Sucht so ein bisschen gelegt, auch vielleicht die Zuckersucht. Genau. So ein bisschen, ja. Ja. Schön. Ja, du hast auch Kinder, wie du auch gesagt hast. Was ja auch bei dir jetzt einfach auch ein Nebenfaktor ist. Ich meine, wenn man die Kur macht, ist es eine Lebensumstellung auch in gewisser Weise. Und bist auch berufstätig dazu noch. Das ist natürlich auch vielleicht für viele ein Punkt, wo sie sagen, oh, das wird mir zu viel mit neu, jetzt noch eine Kur machen. Wie war das denn für dich auch so, dieses Ergänzen der Kur in dein Leben? Oder wie hat sich das so ergänzt und gefügt? Das hat sich wunderbar gefügt. Also durch das, dass man wirklich alles kochen kann,
Und ja, es gibt ja so, oder ich habe auch einiges ausprobiert, die mit den Shakes und so. Und wenn man dann selbst kochen muss und dann nur einen Shake kriegt, dann ist schon sehr schwer. Ja, ja, glaube ich. Habe ich dann eher wieder zugenommen als anstelle von abgenommen. Und durch das, dass man wirklich Rezeptideen hat, fällt einem leicht, das ja zu planen und dann auch zu sagen, okay, ich koche ein bisschen mehr Gemüse oder mache mal eine Suppe oder mache für die Familie eine Wehe, also so eine, wie sagt man, ja, Wehe. Und für mich dann ein Salat. Das ging super zu integrieren und zu managen auch. Ja, das war, ja, ich denke, es ist auch für die Kinder schön gewesen, dass sie wissen, ja, die Mama macht zwar eine Kur, aber irgendwie scheint es ihr gut zu gehen und irgendwie ist sie auch gar nicht so anders. Also vielleicht auch eine schöne Art, das den Kindern beizubringen, ne? Auch die gesunde Ernährung. Ja. Sie machen ja meistens auch, was sie sehen oder beobachten bei dir. Ja, genau. Und die Ernährung ist ja so wichtig. Und wenn man dann als Mama nicht mit isst, dann denke ich, gibt man auch ein bisschen ein falsches Bild. Weil wenn die Mama dann Gemüse isst zum Znüni und Obst oder zum Zvieri, dann macht es was anders, als wenn dann die Mama hungert und daneben krummelig isst, weil die Kinder essen. Ja, das stimmt. Das ist schon ein Aspekt, ja. Ja. Ach schön, dann hat sich das bei dir so einfach eingefügt. Auch mit dem Beruf und ja, es war eigentlich gar kein Zusatz, ne? So in dem Sinne. Ja, genau. Ja, wir haben bei der Arbeit, wenn wir Kaffeepause haben, dann kann ich ja trotzdem Kaffee nehmen und ich kann auch, da hat immer Brot und Obst und für die, die da Nachtschicht haben, gibt es wie Frühstück und dann kann ich mir da ein Obst oder zwei nehmen und Kaffee und das geht super. Schön. Also das kann man ja dann trotzdem machen. Ja, klar. Man isst ja einfach ganz normal, aber ein bisschen anders, ja. Genau. Du hast ja eben auch schon das mit dem Shake so ein bisschen erwähnt. Du hast auch andere Kuren und Diäten probiert. Ja, genau. Ja, wie war das denn? Also so vielleicht auch im Vergleich so ein bisschen zu der Kur, wie sich das so in dein Leben integriert hat? Ja, also man merkt schon, die Kur ist sehr durchdacht und integriert sich sehr schön ins Alltagleben, sage ich jetzt mal. Mhm. Man macht das so locker nebenbei. Und sonst, wenn man, also ich habe ja ausprobiert eine Kur, wo ich dann getestet wurde, welche Lebensmittel tun mir gut und welche nicht. Und da musste ich so viel Gemüsesorten, die ich so gerne habe, auch weglassen. Das macht einfach auch keinen Spaß. Also das ist war für mich dann eine Tortur und nicht ein freudiges Abnehmen, oder? Ja, du hattest auch so nett im Vorgespräch gesagt, dass wenn man vor der Kur schon weiß, was man alles nicht essen darf, dann macht es gar keinen Spaß, erst anzufangen. Ja, genau. Ich finde, das trifft so richtig gut, ja. Ja, genau. Und das trifft ja bei unserer Kur nicht zu. Also da kann man sehr viel und eigentlich alles oder praktisch alles essen. Wunderbar. Vielleicht so zum Abschluss. Was war denn so das? Ach, mir fällt gerade noch was ein. Die Mikronährstoffe für außen, die hast du ja auch genutzt, also das Hautpflegesystem. Das ist ganz wichtig, ist ja auch so ein bisschen eine große Begeisterung von mir und ich liebe auch die Hautpflege einfach. Da gibt es auch schon, also wer jetzt nicht weiß, wovon wir reden, es gibt auch schon ein Video darüber, wo das ganz toll auch erklärt ist und da steigen wir jetzt nicht ein, aber da kann man dann gerne mal vorbeischauen, wenn man Näheres wissen möchte. Du nutzt ja auch diese revolutionäre Hautpflege, wie wir sie gerne nennen. Ja. Wie hat sich das bei dir geäußert oder was hast du für Erfahrungen damit? Also ich fand sie sehr schön auf der Haut. Ich habe gemerkt, dass dann die Rötungen oder so die Rotstellen ziemlich schnell weg waren. Auch durch das Entgiften in der Kur hat mich auch sehr schön unterstützt. Also ich hatte da nicht überall die Pickel. Ja, klar, ja. Das war wunderbar. Und ich merke auch, dass so die Unverträglichkeiten, also ich
habe immer da die sensitiven Cremes benutzt, weil die Haut so schnell reagiert. Und die brauche ich eigentlich nicht mehr. Also ich benutze jetzt diese Linie, weil sie mir einfach gut tut. Und ich die auch sehr schön finde vom Handling her. Und ja. Du nutzt ja, also du hast ja vor allem auch so mit Duftstoffen Probleme gehabt, ne? Ja, genau. Und zwar einfach je nach Duftstoff. Erstens verändert sich dann der Duft so schnell, dass ich stinke. Ich ertrage es dann nicht, dann bin ich dann nervös. Mhm. Und dann muss ich es auch gleich wieder wegmachen. Und ja, die Haut reagiert einfach so schnell. Und das ist da nicht der Fall. Also das ist sehr schön. Schön. Und ich habe sie, zu Beginn habe ich sie bekommen oder von meinem Papa so das Probierset bekommen für meinen Bauch, weil nach der Schwangerschaft war das ganz zerrissen und war sehr empfindlich, berührungsempfindlich auch. Mhm. Und ich habe gedacht, ja, wenn das so eine gute Sache ist, dann kann es mir da auch helfen. Erstmal am Bauch probieren. Erstmal am Bauch probieren, ja. Ja, das ist auch eine gute Art und Weise, ja. Ja, genau. Und dann habe ich gemerkt, dass das ist sehr schön auf der Haut, fühlt sich wunderbar an. Und sie war dann auch nicht mehr so trocken. Und ja, auch die Risse waren nicht mehr so empfindlich und durchs Abnehmen auch. Und dann irgendwann dachte ich, ja, ich kann es ja trotzdem auf das Gesicht. Und voilà, es war doch auch gut. Wunderbar. Ja. Und die Komplimente kommen, dann hörst du dann, ja, das sieht immer so frisch aus. Schön. Ja. Ja. Siehst du wirklich gut aus. Danke. Auch immer gut ausgeruht. Also so, dass du das alles so stemmst, das merkt man gar nicht. Ja. Vielleicht jetzt zum Abschluss noch die Frage, was hat dich denn so an dem ganzen Kurkonzept, also unsere Kurkonzept begeistert? Die Gesamtheit. Also ich finde es so schön, dass man Ideen hat zum Kochen, weil das hat mir bis jetzt immer gefehlt bei anderen Kuren oder anderen Diäten. Fand ich sehr schwierig. Dann, wenn man eine Frage hat, man schreibt schnell per WhatsApp, kannst du mir helfen? Und dann kriegt man eine Antwort. Also man fühlt sich rundum aufgehoben. Und auch das Baden, das Basenbad, wo zu unserer Kur gehört, finde ich so schön. Ja, machst du gerne. Bade sehr gerne, mach das ja auch. Ja. Ach, schön. Ja, so ergänzt sich das einfach ein bisschen, ne? So die Kur. Genau. Konzept. Ja. Und mit Kindern ist das einfach, also schön. Ja. Ja. Ja, ich danke dir herzlich, Patricia. Das war ein schönes Schlusswort auch nochmal. Und ich denke, ja, es ist so schön, dass es dir so gut geht. Und ja, ich glaube, man hat auch jetzt wieder gesehen, dass einfach die Kur sich so unglaublich leicht in das Leben integrieren lässt, auch mit Kindern und Beruf. Und ich sage so gerne, wenn die Kur leicht ist, dann macht es den Menschen Freude und dann ist es für sie einfach. Und dann kommen auch die Ergebnisse von ganz alleine. Und ich glaube, das haben wir heute sehr schön in dem Bericht gesehen. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank, dass Sie sich das Video angeschaut haben. Geben Sie uns gerne einen Daumen nach oben, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Abonnieren Sie auch unseren Kanal, wenn Sie keine Videos verpassen wollen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier bei unsere Kur TV.